Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Mortal Kombat Armageddon. Ja, wir machen jetzt den Obelisken. Aktiviert ist er ja. Und ja, wir sammeln erstmal noch den Scheiß hier ein. Li Mei's Sandalen. Und gleich sieht man Taven, wie er sich hinhockt und dann nämlich so richtig so. Oh, weibliche Fuß war hier drinne. Ja, wir machen jetzt den Obelisk. Das heißt wahrscheinlich wieder, glaube ich zumindest, so eine Herausforderungsmist. Man könnte es ja, wie gesagt, überspringen. Aber ich will es halt euch zeigen, weil da kann niemand sagen, hast du es uns nicht gezeigt? Und so, und ja. Willkommen zurück, junger Krieger. Deine Übungen haben gerade erst begonnen. Die Legion der Untoten will fressen. Halt sie auf, bevor sie mich erreichen. Na, ich krieg aber kein Dings, ey. Scheiße. Ah, weg. Kusch. Kann ich die. Ah ja, gut, ich kann die wegkicken. Das ist nicht so schlimm. Alter! Ah, kannst du knicken. Vater, ich verteidige dich. Nein. Alter, hier. So, wir sind hier nicht bei Resident Evil oder so. Jetzt hau ab hier. Mensch. Der ist tot, der ist tot. So, weg. Ah, Mann. Es ist nicht so schwer, wie es eigentlich aussieht. Ich konzentriere mich gerade nur so richtig stark drauf. Komm her, komm, kusch. Natürlich haben wir auch mal Gedanken drüber gemacht, mal Star Wars, die Rache des Sith, nämlich zu Let's Playen. Weil einige können das ja. Aber nicht der Big Bang Gaming. Tim, du darfst das nicht machen. Du hast nicht die Berechtigung dazu. Du bist ein No-Name auf YouTube. So kommt mir das manchmal immer vor. Na, ah. Ich habe meinen Vater geschlagen. Ey, hallo. Alter, hier, Falter. Ist immer noch nicht genug, ey. Ey, ich krieg hier ständig auf die Fresse. Gib mir das Ding, gib mir das Ding. So. Ist jetzt zwar hier so eine, ich sage es mal, so eine leichte Taktik, aber naja. Es kommen ja noch einige Dinge auf uns zu hier an Aufgaben. Ich glaube, dieser Part besteht nur wieder darin, nämlich diese Aufgaben zu erfüllen. Ah, jetzt liegt da hinten was. Pisst euch. Die geben einfach viel zu wenig Mana-Punkte. Ey, ihr seid ja immer noch nicht fertig. Was geht denn hier? Was geht denn hier ab? Weil Star Wars: Die Rache des Sith für die PS2 ist ja auch nicht besonders schwer und beziehungsweise auch nicht so lang. Aber bietet sich eben halt nicht an, weil ich darf eben halt kein Star. Ey, wo schießt du denn hin, Taven, du blöde Sau, Alter? Langsam hinterfrage ich hier, wenn ich hier die jetzt alle hätte auf den zukommen lassen, ob der jetzt wirklich tot wäre. Kriegen wir Münzen. Und das nicht wenig. Möchtest du die Übung fortfahren? Ja. Dann
Der Kontakt mit den Untoten hat dich mit ihren tödlichen Seuche infiziert. Dein Fleisch wird verbrennen und sich von den Knochen schälen. Vielleicht hat eines dieser grässlichen Geschöpfe ein Gegengift. Ja klar, bestimmt. Das sind jetzt eigentlich alles nur solche Aufgaben. Hier ist aber auch der letzte Obelisk, den wir vor uns haben. Und ja. Alter. Aufs Maul hier. Aber wenigstens keine Beschützer-Dings, ey. Ach ja, und was ich, habe ich das eigentlich schon erwähnt? Na gut, dann erwähne ich es nochmal, weil der Mike war ja in den Ferien mal bei mir. Und hat mir noch zum Geburtstag also ein paar Spiele gekauft. Und zwar Resident Evil Code Veronica. Dann noch Resident Evil Code Veronica Survive 2. Und Sims 1 habe ich mir noch geholt für die PS2. Und KTA 3 für die PS2. Ich weiß, hätte ich mir auch eigentlich für die PS4 holen können, aber ich hab's gerne in den Schrank stehen, ganz ehrlich. Solche Spiele. Es war auch an und Verkauf, die Spiele. Und ja, da kann man halt nicht meckern, sind alle in tadellosem Zustand. Was mich gewundert hat, weil es ist nicht wirklich ein Laden, wo ich nämlich sage hier, oh, das ist jetzt mein Laden Nummer 1. Also, ich meine, für Gebrauchtspiele, für Kuriositäten, sage ich jetzt mal, oder Raritäten, was Spiele angeht. Ja, da findet man hin und wieder mal ein paar Einzelstücke, die man sich gerne mitnehmen kann. Ja, ich möchte mal fortfahren. Das vergossene Blut und ihren Gestank des Todes haben ein schreckliches Monster angelockt. Behaupte dich und kämpfe. Wie heißt der? Der kam auch in den Filmen vor. Oh, der zweite Film, also aus den 90ern oder Anfang 2000er, der war ja so übelst schlecht. Da kam der hier auch vor, Motaru. War ja vollgepackt mit CGI oder wie man das nennt. Kann ich kaum aussprechen. Alter. Ja, der hat, weil es halt ein schwerer Gegner ist, genau wie Moloch oder Onaga, hat er keinen Kampfstil oder Waffen bei sich. Wo ich das Spiel auch zum ersten Mal gesehen habe, in der Videothek gleich ausgeliehen, weil musste ich unbedingt spielen. Und jedenfalls, erste Arcade-Ding habe ich natürlich mit Onaga gespielt, weil er hat mich ab Deception total verblüfft und so. Und ich stehe sowieso auf Drachen und so. Und das wollte ich eigentlich mit dir machen, du Mistvieh, Alter. Und ja, hab das natürlich so schnell durchgezockt, selbst auf mittleren Schwierigkeitsgrad. Und so ging es relativ flott. Alter, was soll denn das? Halt deine Schnauze, Motaru, ey. Bevor ich Waxing mache an deinen scheiß Bein, ey. Versuch's nochmal, ich weiß, ja. Ja, ich kämpfe ja gegen den. Ach, Mann, ey. Ich weiß gar nicht, ob das geht bei... Ja, doch, geht. Alter, Mann. Halt mich nicht in die Luft hier und hör auf abzuwehren. Ich bin so schlecht, ey. Weg mit dir. Ey, Mann. Weg mit dir, du blöde Sau, ey. Hä? Der hat mich noch gekriegt? Das ist ja zu geil. Das ist zu geil, ey, ohne Scheiß.
Weg mit dir. Ich glaube, einmal kann man den noch runterstoßen. Oder eher mich. Und dann geht das nicht nochmal. Glaube ich jedenfalls. Alles oder nichts, so blöde Sau, ey. Scheiß Minotaurus. Alter, was soll denn das? Geh ja weg mit dir. Also, das, aber ich muss sagen, nämlich das schlimmste Mortal Kombat, was ich bis jetzt gezockt habe, war das für die damalige Konsolengeneration Xbox und PS3. Weil da, wenn man da gegen Shao Kahn kämpft, das ist um einiges beschissener, weil der einen einfach nicht zum Schlag kommen lässt. Und die dumme Sau hier ist fast das genauso, ey. Warum verliere ich? Ein Versuch noch, ansonsten weiß ich nicht. Ich möchte auch nicht hier den gesamten Part damit zuklatschen, dass ich hier verliere gegen so eine behaarte Sau, ey. Mit Metallschwanz. Ich weiß, ich spamme, aber ist mir scheißegal, ey. Ja, komm jetzt. Hä? Kommt mir das nur so vor? Ja. Nee. Doch. Der zieht wirklich so viel ab, ey. Komm schon, ey, jetzt mach diese. Jetzt verliere ich wieder. Mann! Ey, wenn es an dem Vogel jetzt scheitert, dass ich nach dem Part keinen Bock mehr habe aufzunehmen, dann wisst ihr's. Ey. Das geht gar nicht, ey. Ey, ich muss unbedingt mehr trainieren hier. Also das. Dieses scheiß Vieh, ey. Es geht nicht hier mit recht Dingen zu. Ey, was hat der noch hier? Da muss doch noch irgendetwas haben hier. Final Fire. Machen wir das hier. Ich muss hier diese Special Moves ein bisschen mehr nutzen. Alter. Oh, ey. Nee, komm. Oh. Junge. Eigentlich die gleiche Ausgangssituation schon wieder hier. Alter, was soll denn das hier? Hey, der will mich verarschen! Ey, jetzt spammst du, du Vogel. Wenn hier jemand spammt, bin ich das hier und ich bin der Spieler hier. Ey, nee. Komm. Oh Mann. Du sollst die Schnauze halten, Mann. Ey, ich gehe hier langsam richtig ab, ey. Das ist doch machbar hier. Das ist doch. Oh. Kann doch nicht sein, ey. Dreimal gewonnen, weil ich Motaro bin. Ich bin hier so eine richtige krasse Sau. Im Film hast du richtig einen auf die Fresse von Jax gekriegt, Alter. Wo es auch von hässlichen Schauspieler gespielt, ey, echt mal. Aber da muss auch wirklich dazu sagen, dieser zweite Teil aus den 90ern, aus den frühen 2000ern. Ich weiß nicht, wann die rauskamen. War auf jeden Fall sehr schlecht. Oh Mann! Man kann diese scheiß Aufgabe nicht überspringen. Wenn ich auf Abbrechen mache, sind die anderen Aufgaben auch weg. Ich will den Scheiß ja euch zeigen hier und nicht andauernd, wie ich fehle hier gegen so eine Mistsau, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Ich kämpfe nicht anders als
wo ich es damals ununterbrochen gezockt habe. Das kann doch nicht sein, ey. Ich kann den Vogel auch nicht greifen, deswegen. Und der macht ja so übelsten Schaden, ey, weil der Vogel ein, nicht alle Tassen im Schrank hat. Alter, ey. Ey, wenn das jetzt... Ich bin niemand, der irgendwie den Controller irgendwie in eine Ecke wirft oder so. Weil ich nämlich weiß, PS2-Controller, ich habe zwar jetzt noch einige an Ersatz da. Die sind aber schon alle wirklich so, die sind nicht runtergehimmelt, aber ich sag mal, die sind schon fast totgespielt, sag ich mal. Und so. Ey, immer wieder diese gleiche Scheiße hier. Man kann nichts machen. Weil allgemein diese Controller sind einfach viel zu teuer und deswegen werfe ich sie nicht in die Ecken. Ich versuch's jedenfalls. Ey, das kann doch nicht sein. Ich hab den Vogel doch erwischt. Ey, ich zeig euch das so lange hier, bis ich den Vogel geschafft habe. Ganz ehrlich, der ist machbar. Weil später kommt noch ein anderer Charakter, der spammt auch permanent, ey. Aber dass der Vogel hier, dass ich da schon scheitern tue, ey, das geht ja gar nicht. Ansonsten müsst ihr da vorspulen, Leute. Ich kann es nun mal nicht ändern. Ich will euch den Mist zeigen. Und so. Hey. Obwohl ich den Vogel erwische. Ich habe halt diesen Skill nicht mehr wie damals. Ja, klar. Bei den Special Move auch noch hier. Hey, nee. Jetzt hätte ich wirklich angefangen zu schreien, wenn der jetzt abgeblockt hätte und mir einen Schlag verpasst hätte. Komm, jetzt funktioniert das aber. Jetzt muss ich den kalt kriegen, den Vogel hier. Ich weiß gar nicht, was das für ein Special Move ist, was er da macht, ey. Schießt er da Sperma raus oder was? Ja, ich bin Mutaro, ich darf greifen. Als ob der es ahnt, wenn ich hier meinen Special Move mache. Ja, Mann! Ich gebe die Tastenkombination korrekt und. Ach, Mann! Ey, das kann nicht sein, ey. Ich habe so viel anscheinend Tekken gespielt hier. Ich bin es nämlich gewohnt, kann ich hier einfach. Mann, ey. Ich hab's vergessen. Hier, jetzt hör auf zu spammen. Du blöde Sau, ey. Man sieht doch auch, wie viel der einfach an Leben abzieht, ey. Das ist doch nicht mehr normal. So. Hab ich deine Hörner gestutzt, du Missvieh, Alter. Oh, Rage pur hier. Will ich jetzt aber was Ordentliches sehen hier. Oh, 2500. Das ist doch was. Ist halt nicht viel, aber ich brauch's auch nicht. Das Böse von gestern ist wieder geboren worden. Dein Werk ist erst getan, wenn du ihre Seelen wieder zurück in die in den Abgrund geschickt hast. Also ich kann jedem nur empfehlen, die vielleicht diesen Obelisk überhaupt nicht zu machen, wenn ihr das Spiel selbst mal spielen wollt. Weil ohne Flachs, weil es sei denn, ihr habt so unendlich viel Skill in solchen Prügelspielen, weil Beat'em Up darf man ja nicht mehr sagen. Weiß Gott wieso. Und ja. Mann, ey. Ich hab übelst viel Zeit verloren, ey. Weil heute Abend streamt nämlich noch der
Fox Commander und da will ich nämlich zuschauen. Weil wir haben es gerade, ich weiß gar nicht, so Viertel Fünfe durch. Und ja, der eine oder andere sagt sich jetzt, ach, das ist doch noch genug Zeit und so, ja. Aber es kommen halt noch einige knifflige Stellen und ja, ich will heute wenigstens versuchen, ins vorletzte Gebiet zu kommen, damit ich dann morgen vielleicht, morgen früh, wenn die Arbeit getan ist im Haushalt, mich dann nochmal ransetzen und dann bin ich auch fertig. Weil mit den Alex nehme ich ja morgen nochmal Star Wars off, weil langsam kommt er wieder in die Pötte, um was hochzuladen. Und ja. Alter, jetzt hört auf, mich hier voll zu... Oh, ey. Die geben ja nicht so... Ich wollte gerade sagen, der ist tot und gibt nichts. Ich glaube, es hackt. Ich bin hier der Held. Ich muss immer was kriegen. Auch wenn es Gold ist oder so in RPG oder so. Alter, hier, ich kriege übelst auf die Fresse und das Ding ist noch nicht mal halb voll hier. Alter. Ich bin jetzt wirklich an überlegen, ob ich die Aufgaben gleich abbreche hier. Das, oh, das geht doch nicht mit recht Dingen zu, ey. Weil ich kriege hier null Mana, ey. Und diese Viecher gehen mir so übelst auf den Sack, ey. Weil die so übelst viel aushalten. Und Kombos kann man hier großartig nicht machen, meiner Meinung nach. Die müssen mal alle richtig zusammenstehen, ey. Und schieß nicht in diese Scheißrichtung, ey. Ich spamme jetzt hier. Also wenn ich jetzt nochmal verliere, Leute, ich bin wirklich jetzt... überlegen, ob ich nämlich die Aufgaben abbreche. Echt mal hier. Ich habe den Skill nicht mehr wie früher. Und so, ich möchte euch auch nicht voll nerven mit diesen, nur weil ich hier andauernd verliere. Weil diese Aufgaben mir langsam immer schwieriger erscheinen. Also echt mal hier, der gesamte Skill, den ich manchmal in den Spielen aufbringen konnte, hier, der ist einfach weg. Der ist weg. Kann ich gar nicht, Und jetzt kommen die Spucker hier. Spuck dich weg, ey. Weil so wie ich mich hier anstelle, da denkt sich auch der ein oder andere hier, ja klar, du hast Skill gehabt. Es wird, also... Wenn die hier keine zwei Schläge aushalten, Feuerbälle aushalten würden. Oder wenn die zumindest mal hier so ein Kristall liegen lassen würden. Alter, jetzt rein. Oh, jetzt schießt er wieder in die falsche Richtung hier. Ich werd bekloppt. Hier, du scheiß Dämon hier. Verpiss dich. Oh, jetzt kommt wieder die Spucker hier. Nächste Woche Donnerstag geht es ja los mit der Beta für Metal Gear Survive. Ich will mir das Spiel mal angucken, obwohl ich mir das Spiel nicht zum Release kaufen werde. Mal sehen, wie es so ist. Vielleicht, es hat zwar nichts mit der Thematik zu tun von Metal Gear eigentlich, aber angucken werde ich es mir mal. Ich werde es mir mal zu Gemüte führen als Beta. Und ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube nicht, dass ich das aufnehmen darf oder kann. Wenn ich das dann wirklich irgendwann mal spielen sollte, dann werde ich das als Vollversion zeigen und nicht unbedingt Beta oder so. Weil das machen ja so viele andere. Und da wäre es meiner Meinung nach Zeitverschwendung, bestimmte Spiele zu zeigen, die, ja, wie gesagt, noch nicht fertig sind, die aber jeder andere vielleicht macht oder so. Aber auf Dynasty Warrior könnt ihr euch verlassen. Nächsten Monat geht's los. Da wird das ununterbrochen aufgenommen, sage ich euch. Weil ich freue mich wie ein Schnitzel auf das Game.
Oder mache ich jetzt Überlänge? Vier Aufgaben stehen mir jetzt eigentlich noch bevor. Nee, Leute. Ich werde hier erstmal den Part beenden und seid auf jeden Fall im nächsten Part wieder dabei. Haut rein und ciao.